Massimo Cecconi, jetzt ist es aus. Ab Sommer wirst du Nachwuchschef beim FC Basel. Vielleicht ganz spontan zum Anfang, wie fühlt sich das an, wenn man nach doch einer langen Zeit, wo du jetzt nicht beim FCB gewesen bist, das Wissen hat, dass man im Sommer vollamtlich zurückkommt zu diesem Verein? Sicher eine spezielle Situation, aber eine Situation, wo man sehr viel Freude macht, wo wir mit sehr viel Stolz erfüllen. Es ist aber ein neuer Anfang. Ich denke, wenn man 17 Jahre lang Spieler war in der ersten Mannschaft des FCB, da hat man eine ganz klare Rollenverteilung gehabt. Da war man Sportler, da war man Profisportler und man war ein Teil von einer Mannschaft. Wenn ich jetzt im Sommer als Nachwuchschef anfange, bin ich auch ein Teil von einer Mannschaft. Ich muss aber die Mannschaft richtig führen können. Es sind sicher andere Eigenschaften gefragt. Aber ich denke, die Eigenschaften, die haben wir können erarbeiten. Die letzten 10 Jahre habe ich mein Trainerdiplom gemacht, bis zum SFV-Instruktor. Und bin heute so weit, dass ich sagen kann, ich kann wieder zurück im Profisport. Und ich kann vor allem dort zurück, wo ich meine Stärken habe. Das ist der Fußball. Und das ist meine Leidenschaft. Und ich freue mich extrem darauf. Und wie ich es am Anfang erwähnt habe, ich bin auch sehr stolz wieder, dass ich rot-blau sein darf. Ich bin immer FCB-Spieler und habe immer ein rot-blaues Herz gehabt. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man dann nachher gut vorbereitet die Aufgabe übernehmen. Du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, aber was sind für dich so die ganz entscheidenden Gründe gewesen, die dazu geführt haben, dass du den Wechsel im Sommer wirst machen, von OB weg, hierher zum FCB? Es ist eine grosse Herausforderung für den FCB im Nachwuchsbereich zu arbeiten. Die letzten Jahre hat die Nachwuchsabteilung sehr viel Talent herausgebracht, die Stammspieler sind in der ersten Mannschaft, die sogar den Sprung jetzt geschafft haben ins Ausland. Ich denke, das ist eine Verpflichtung. Das heisst, man darf nicht stehen bleiben, man muss sich weiterentwickeln. Weil eins ist klar, der FCB ist in der Liga absolut Nummer 1. Auch im Bereich des Nachwuchs, aber die anderen Vereine haben aufgeholt. Auch im Ausland wird sehr gut geschafft. Und für uns, denke ich, ist es extrem wichtig hier in Basel, dass man weiterhin eine sehr gute Nachwuchsabteilung hat, die über die Grenzen hinweg bekannt ist und wo immer wieder gute, erfolgreiche Spieler rausbringt. Und das ist eine Verpflichtung. Ich probiere die Arbeit, die letzten Jahre gemacht worden ist, weiterzuführen. Angefangen über den Peter Knebel, der mal da war, dann über den Michel Kohler. Ich denke, die haben hervorragende Sachen geleistet und ich probiere auf diesem Weg den FCB im Nachwuchsbereich weiterhin gut zu vertreten. Kannst du vielleicht für die, die das nicht so genau wissen, kurz zusammenfassen, so die wichtigsten Stationen von diesen 10 Jahren, wo du jetzt weg bist vom FCB, was du alles gemacht hast in der Zwischenzeit? Als ich aufgehört habe im FCB im 2002, bin ich zurück in die Privatwirtschaft, bei der Firma Abt Bodenbeleg. Bin ich Geschäftsführer geworden. Ich war Mitinhaber von dieser Firma. Das ist eine KMU, die in der Baubranche tätig ist, die Bodenbeleg macht. Wir waren ein Mittelbetrieb mit 25 Leuten. In dieser Zeit habe ich auch den Betrieb zu einem Ausbildungsbetrieb gebracht. Wir hatten am Anfang noch keine Lehrlinge gehabt. Am Schluss waren wir ein Betrieb, der immer 3 bis 4 Lehrlinge ausgebildet hat. Wir haben uns sehr gut positionieren hier in der Region Basel. Wir haben sicher zu den Besten gehört. Ich denke, dort haben wir sehr viel aneignen in Sachen Menschenführung, aber auch Gruppenführung. Und gleichzeitig habe ich nebenbei mein Trainerdiplom absolviert. Ich war oft in Macklingen gewesen, habe letzten Sommer den SFV-Instruktor erfolgreich abschließen. Gleichzeitig habe ich die erste Mannschaft vom BSC Old Boys trainiert. Ich habe angefangen im 2005 als Spielertrainer in der 2. Liga Regional. Bin dann aufgestiegen, 2. Liga Interregional, 1. Liga. Das ist jetzt die 5. Saison 1. Liga. Und wir sind dieses Jahr in der Rückrunde an zweiter Stelle. Und das grosse Ziel ist, mit dem BSC Old Boys Ende Saison die neu geschaffene 1. Liga Promotion aufzusteigen. Okay, und vielleicht zum Schluss noch ganz kurz, wie bist du in all dieser Zeit mit dem FCB in Verbindung geblieben? Ich nehme an, man hat dich oft im Stadion gesehen. Wie hast du das Ganze beobachtet? Wie hast du das erlebt die letzten paar Jahre? Ich denke am Anfang natürlich immer noch
als Spieler, also die ersten paar Monate bin ich immer wieder da gewesen. Ich habe zwischendurch für das Radio Basilisk kommentieren, bin Co-Kommentator gewesen, eine Zeit lang. Also bin ich wieder da im Stadion gewesen, habe die Nähe auch gebraucht, weil es ist schwierig, wenn man aufhört, Fußball zu spielen, einfach am Wochenende etwas anderes zu machen. Aber ich habe den FCB mit sehr viel Freude mitverfolgt, habe die Entwicklungen gesehen. Ich bin aber dann natürlich nicht jedes Wochenende der FCB beobachten, habe aber immer sehr viel Bescheid gewusst. Es hat natürlich auch heute noch Spieler in der ersten Mannschaft, die ich gut kenne. Also der Benny Huckel, der Marco Streller, der Scott Chipperfield, der Benny und der Marco Seni zwischendurch. Man hat immer einen gewissen Austausch gehabt und dann hat man dementsprechend auch sehr eine starke Nähe zum Verein. Und eins ist klar, wenn man vielleicht in der Stadt gesehen wird und so, wird man immer wieder auf den FCB angesprochen. Und ich bin immer sehr offen gewesen und habe meine Meinung dürfen wiedergeben. Ich bin aber immer sehr positiv eingestellt gewesen. Wenn ich mal ein paar kritische Anmerkungen hatte, dann habe ich das von mir behalten. In meinem engen Freundeskreis, weil dann wird sehr intensiv und leidenschaftlich über das diskutiert. Aber der FCB ist immer präsent gewesen. Alles klar, danke vielmals fürs Gespräch, Massimo, und alles Gute weiterhin mit OB und dann bis zum Sommer. Besten Dank.